Hallo, guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute mal ein anderes Video. Also es ist jetzt kein Let's Play, das ist ein bisschen anders. Das geht auch ein bisschen tiefgründiger, ja. Weil hier geht es um die Gesundheit. Ja, und jeder von uns wünscht sich Gesundheit, nicht jeder hat's. Und ich wollte einfach mal dieses Future Me von der Techniker Krankenkasse ausprobieren, weil mich einfach das so übelst immer interessiert hat. Zum Beispiel früher gab es irgendwie so Sendungen, da, ich weiß nicht mehr, was das war, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, es kam immer auf RTL 2, das war so eine Sendung, da kam dann eine Ernährungsberaterin und es war immer dieselbe, das war so eine blonde, lange Frau, die so übel dünn war. Und übel sportlich. Die kam dann immer zu so einer Familie, die sich so richtig beschissen ernährt hat. Und hat dann die Bilder von allen Leuten genommen. Und hat die dann irgendwie so, also künstlich altern lassen. Ja. Und diese Möglichkeit haben wir halt heute auch. Das habt ihr auch, das hab ich auch. Und dabei kann man zwar auch was gewinnen, aber mir geht es gar nicht um den Gewinn. Und hier gibt man halt seinen Lebensstil an, so ein paar Details und sowas. Und dann macht anscheinend, ich weiß es noch nicht, dieser Rechner hier, diese Seite, keine Ahnung, der Algorithmus macht dich einfach älter, okay? Und ich habe einfach mal, ich wollte eigentlich probieren, boah, was ist das denn? Das sieht schon krass aus. Alles klar. Entdecke, wie du in 30 Jahren aussiehst. 30 Jahren, also 2046. Wenn ich 2046 noch lebe, dann mache ich ein Video. Versprochen. Ich verspreche es jetzt hiermit. Ob ich dann wirklich so aussehe wie auf diesem Bild. Erstmal einen Vornamen eingeben. So heiße ich, ja. Für die, die es noch nicht wussten. Das habe ich vorhin gelesen. Irgendwie gewinnt jeder 5000. Teilnehmer gewinnt was. Ich bin natürlich die Person auf dem Foto, die das ich jetzt hochladen werde. Ah, ihr seht gar nicht das Dinger. Das Auswahlfenster von mir. Egal, ihr seht jetzt gleich das hässlichste Bild der Welt, wenn ich es finde. Habe ich gerade eben gemacht, deswegen. Oh! Kann man das kleiner machen? Das sieht so brutal aus. Alles klar, Monster. So, wir starten jetzt. Bildcheck. Bitte habe einen Moment Geduld, während wir dein Bild prüfen. Ja, ich bin gespannt. Mal schauen. Ich prüfe mein Bild, ob ich wirklich ein Mensch bin. Ich glaube, am Ende kommt dann so ein Nee raus. So. Wir haben leider keinen Menschen auf diesem Bild erkannt. Ich habe aber kein anderes Bild dafür. Ja, das dauert aber lang. Hallo? 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 Ich warte jetzt schon seit 20 Minuten und es hat sich kein bisschen bewegt. Das ist wundervoll. Ich glaube, ich breche das mal ganz kurz ab und dann mache ich es nochmal neu. Ja. Ich mache einfach noch eins auf. So. Vielleicht hat der Algorithmus mich aussortiert, weil ich Mustafa heiße. Vielleicht würde es ganz anders aussehen, wenn ich Johannes heißen würde, ja. Wir probieren es einfach mal aus. Ich meine, ich behaupte nicht, dass der Algorithmus irgendwie ein Rassist wäre oder so. Man weiß ja nie. Ne? 2000 Jahre später. Jo. Hey, yo. Focus on Pepper. Pepper, alright, come on, alright. Alright, come on. Ich glaube, das hat uns erkannt. Also ich habe jetzt ein neues Bild versucht. Ich glaube, es lag am Bild, dass es jetzt ein paar Tage nicht ging. Soll jetzt gehen. Was steht hier? Bildcheck. Richtig erkannt? Fragezeichen. Klick auf weiter, wenn wir dein Gesicht auf dem Bild richtig erkannt haben. Oh yeah. Weiter. Ich bin gespannt. Was? Ach so. Ah. Okay, sorry. Zu welcher Einstellung tendierst du? Lebensgenießer, Workaholic.
Sowas war ich nie. Ich meine. Ja. Das ist der Beweis. Ich habe lange gesät. Jetzt ist die Erntezeit. Norm und Abstand. Analysis ist 2. Am Samstag schreibe ich eine Prüfung. Und wer hat gelernt? Ja, ich. Aber ich habe nicht so viel gelernt. Also ich hatte den ganzen Tag Zeit. Halbe Stunde, eine Stunde. Ja. On the road. Wie fährst du am ehesten zur Uni? Zurzeit zwar nicht, weil ich zu viel, zu schnell gefahren. Egal. Welchen Snack isst du zwischendurch? So, dazu habe ich auch eine Antwort. Hier habe ich eine Dose. Aha, was steht denn hier drauf? Jack Daniels. Ne, Mustido-Säufer. Komm her, schau hier hin. Schau hier hin. So, Alter, so sieht's hier aus. Also wissen wir auch, was ich So. Schokoriegel. Wie sieht dein perfekter Sonder? Frag einfach nicht, Alter. Wie stehst du zu Alkohol? Eigentlich früher viel, jetzt gar nicht. Was trifft ihr? Murmeltier. Bei mir ist es sogar so, wenn ich schlafe, dann kann ein Pferd neben mir explodieren. Scheißegal, Alter. Ich warte. Ja, Alter, was für nach dem Sex. Ich greife dann zum Taschentuch erst mal. Sorry. Sorry. Zum Glas Wasser natürlich. Als was würdest, weil ich bin komplett gegen das Rauchen, wenn du rauchst, geh sterben. So. Als was würdest du dich im Bett bezeichnen? Fragen wir doch meine Freundin. Ja, der ist voll die Rakete. Also das macht sie nur, um mir zu schmeicheln. Und die Stimme von meiner Freundin kommt aus ihrem linken Bein. Deswegen war das mehr so da unten, es war nicht ich oder so. Nee, ich bin auf jeden Fall der Genießer. Was kommt bei dir eher auf den Teller? Salat. Mustafa, dein Future Me. Los jetzt oder nee?